Smarana, ihr Lieben, ich habe mich schon richtig intensiv mit der Portaltagsenergie verbunden vom 9. März und was wir an diesem Portaltag alles für wundervolle Energien bekommen und wie sie uns helfen, unser Bewusstsein zu erweitern, unsere Spiritualität zu vergrößern, das möchte ich gerne mit euch teilen und natürlich machen wir auch eine ganz hoffentlich sehr intensive Energieübertragung, um unsere Kundalini zu erwecken. Ich freue mich auf dich und gleich geht's auch los. Ja, da bin ich wieder, ihr Lieben. Ich möchte eigentlich am Anfang wissen, wie es euch geht. Denn ich habe es ja schon im anderen Video erzählt, der Februar war sehr heftig und jetzt kommen wir so in eine große Freiheit von den März hinein. Und was ich unbedingt auch noch euch sagen möchte, ist danke für die Spenden, die ihr mir so fleißig macht. Ich danke sehr, sehr, sehr. Das ist wirklich wundervoll und ihr habt meine ganze Wertschätzung dafür. Das heißt also auch, dass ich mit meiner Arbeit auf YouTube weitermachen kann und weiter so schöne Videos für euch machen werde, weil ich spüre, dass es euch gefällt und auch sehr gut unterstützt. Also habt ganz vielen Dank. Ich freue mich wirklich sehr darüber. Ja, und jetzt kommen wir zu der Energie vom 9. März, zu der Kundalini-Energie, zu dieser Feuerkraft, zu der Lebenskraft, die gerade an diesem Tag zu uns auf die Erde strömt. Und diese tolle Energie, die können wir so vielfältig für uns nutzen. Und das ist natürlich wieder eine sehr tolle Hilfestellung von der geistigen Welt. Ihr wisst ja, dass die Schleier an so einem Portaltag dünner sind und wir dadurch intensiver in den Kontakt zur geistigen Welt kommen, aber auch zu uns selbst, zu unserer Seele. Und jetzt die Kundalini-Kraft wird also am 9. März unterstützt. Jetzt möchte ich denke, es wissen vielleicht noch nicht alle. Und für alle, die es schon wissen, ist es erfrischend, das nochmal zu hören. Die Kundalini wird ja als Schlange bezeichnet, die im Wurzelchakra liegt, eine schlafende Schlange. Und diese kann man durch verschiedene spirituelle Übungen, sage ich jetzt einfach mal, zum Erwecken bringen. Und wenn die erwacht ist, dann fängt die an aufzusteigen, von unten nach oben durch jedes Chakra, so schlangenförmig, kreisförmig hindurch bis zum Kronenchakra. Und das gibt einen richtigen Schub im Körper. Man spürt es also, manche haben Zuckungen und je nachdem, wie man jetzt so persönlich Energien wahrnimmt, gibt es da eine ganz krasse, intensive körperliche Wahrnehmung. Ja, jetzt fragen auch bestimmt einige von euch, wie komme ich dazu und für was ist es überhaupt gut? Also, wie man dazu kommt, in dem Moment, wo du viel, also in verschiedene Punkte, in dem Moment, wo du viel meditierst, das macht ihr ja alle, gibst du deinem Körper so die Möglichkeit, sich zu entspannen und den Energien ihren freien Lauf. Das ist wichtig. Also meditieren. Was auch ganz wichtig ist, ist Yoga. In Yoga gibt es verschiedene Übungen, wo du dann speziell mit deinem Körper atmest, arbeitest und atmest, also bestimmte Atemübungen, wo du dann sofort also in einen, also ich sofort, vielleicht ihr nicht so, aber ich komme, wenn ich die Yoga-Atmungen mache, sofort in Trance. Zwei Atemzüge und ich bin in Trance. Und das ist eine Kundalini-Verbindung. Und je nachdem, wie
intensiv man sich schon in der Spiritualität weiterentwickelt hat, umso intensiver ist dann dieses Empfinden bei den Yoga-Übungen zum Beispiel. Es gehört natürlich auch ein bestimmter Lebensstil dazu. Ja, man sagt im Yoga auch kein Fleisch essen. Ich weiß, dass es die meisten von uns auch so praktizieren. Und auch eine besondere Denkweise in dem höheren Bewusstsein, diese Denkweise, die einem dann auch ermöglicht, seinen Geist zu öffnen und dieses ganzheitliche Körper, Geist und Seele zu leben. Also ihr seht, es gehört ganz viel dazu. Und all dies zusammen bringt die Kundalini dazu zum Erwachen. Das ist jetzt nicht so, dass das von heute auf morgen geschieht, sondern das ist einfach auch ein Prozess. Dieser Prozess, der kann bei manchen Menschen Jahre dauern und bei manchen Menschen geht es auch schneller. Das ist einfach individuell. Und jetzt am 9. März haben wir die Chance, mit der geballten Energie vom Universum unsere Kundalini einfach nochmal noch mehr auszudehnen, noch mehr aufzubauen und intensiver zu spüren. Und wir werden auch am Ende des Videos eine spezielle Meditation dazu machen. Und da freue ich mich schon sehr darauf. Ja, und jetzt würde ich gerne zu dem Punkt kommen, ja, warum soll die Kundalini erwachen und was für Nutzen bringt es uns, was hat es überhaupt zu bedeuten? Also die Kundalini ist ja eine Feuerkraft, man sagt eine Feuerkraft oder anders gesagt, sie steht auch für Lebenskraft. Und die Lebenskraft, das ist ja etwas, was wir, denke ich mal, alle sehr gerne möchten. Ganz viel Kraft im Leben haben, schön mit beiden Füßen auf der Erde stehen und uns ja leicht durch unser Leben zu bewegen. Und das wird durch die Kundalini unterstützt. Du bekommst also auch Lebensfreude, ganz viel Lebensfreude. Und diese Lebensfreude, die weckt letztendlich deine Leidenschaft für bestimmte Dinge, die ja dir sehr am Herzen liegen, für Projekte, die du gerne machst. Und da ist diese Leidenschaft da, also dieses Feuer. Ich spüre bei mir da immer so ein Feuer im Bauch und dann weiß ich genau, oh ja, das ist es und das will ich dann auch immer unbedingt machen. Und das ist alles durch die Kundalini-Erweckung, sind diese Gefühle da und diese Kraft auch, einfach Dinge zu leben. Du bekommst jetzt gerade am 9. März die Möglichkeit, diese Leidenschaft zu wecken. Du wirst insgesamt deine Sinnlichkeit und deine Sexualität, weil das hängt auch sehr mit den unteren zwei Chakren zusammen, mit der Kundalini, wird sich das steigern. Also die Freude an der Sexualität und das tiefere Fühlen der Sinnlichkeit. Also wer noch nichts vorhat an diesem Tag, der sollte sich mal überlegen, vielleicht in der Richtung was zu tun. Man kann natürlich auch sehr gut Heilsitzungen machen an so einem Tag, weil gerade jetzt am 9. werden Energien übertragen, die uns auch unsere Blockaden nochmal zeigen. Ja, das ist natürlich, jedes Mal kommt das auch noch dazu, dass wir uns durch Spiegelungen im Umfeld mit den Menschen, die uns so zur Seite stehen, gezeigt wird, wo unsere Blockaden sind und wir dann dadurch die Möglichkeit haben, diese auch gleichzeitig an dem Tag zu lösen, zu heilen, wenn wir es denn möchten, wenn wir denn den Mut haben, da hinzuschauen. Und das ist natürlich eine ganz tolle Gelegenheit, sich weiterzuentwickeln und einfach, ja, Körper, Geist und Seele in die höheren Bewusstseinsebenen zu tragen. Und all diese wundervollen Energien stehen uns an diesem Portaltag zur Verfügung. Und jetzt gerade zur Kundalini-Erweckung. Ich hatte da in England ein ganz, ganz tolles Erlebnis und das wollte ich euch gern mal erzählen. Und zwar hatte ich ja wirklich 5, 6 Jahre lang
als ich in England lebte, jedes Jahr 2 Reisen nach England angeboten. Und an solchen Reisen, da ist immer ganz viel passiert, also energetisch viel passiert für die Teilnehmer. Und einmal, und das passt jetzt zur Kundalini, waren wir in Glastonbury im White Spring. Und der White Spring, der ist also eine Quelle, die unter dem Turm, unter dem Tor von Glastonbury, das ist auf diesem hohen Berg, dieser wundervolle Rest einer Kirche, Kathedrale, also was da oben steht. Und da entspringt diese Quelle und diese Quelle kann man besuchen. Das ist also ein Gewölbe und es ist dieses Gewölbe, ein Kellergewölbe, wo dann das Wasser sich sammelt von der Quelle und da drin kann man auch baden. Also die Engländer baden da immer nackt da drin und das ist wie so eine Reinigung. Und es ist ein ganz heiliger Ort, der ist also geschmückt mit allen möglichen Ritualwerkzeugen, mit Bildern von der heiligen Bridget. Und es ist also, ach, ich kriege überall Gänsehaut jetzt, wenn ich davon erzähle. Es ist also was ganz Besonderes und dieses Wasser kann man auch trinken. Und ich habe also mit großer Freude meine Gruppen immer in diesen White Spring hineingeführt. Da kann man also ja auch private Sitzungen buchen, wo dann keine fremden Leute drin sind, sondern nur unsere Gruppe. Und das habe ich also immer gerne gemacht. Und dann haben wir natürlich da ein Ritual, habe ich ein Ritual vorbereitet und dann mit der Gruppe ein Ritual gemacht. Und dazu haben wir gechantet. Also ihr müsst euch das so vorstellen, in diesem Kellergewölbe sind wir in der Gruppe gegangen, so hintereinander, ich vorneweg mit ganz vielen, mit Trommeln und mit so schamanischen Werkzeugen und wir haben dann gechantet und sind dann in Schlangenbewegungen durch das Kellergewölbe um die Quelle, um das Quellwasser herumgelaufen. Und in diesem Kellergewölbe ist so eine ganz tolle Akustik und diese Akustik hat unsere Stimmen so gehoben, so hoch gehoben und also ich war sowieso in Trance und es hat also bei einigen Teilnehmern tatsächlich sich die Kundalini erweckt in diesem Ritual und das war so herrlich. Das war so ein großes Geschenk und ich denke wirklich sehr gerne daran zurück. Wir hatten oder ich hatte jetzt gar nicht das im Sinne, dass ich die Kundalini erwecken sollte, sondern das war durch diese Energie einfach möglich. Und bei den Menschen, die schon sehr weit spirituell entwickelt waren, durfte das geschehen. Und das war also für mich ein riesengroßes Geschenk. Es ist so toll und ich denke wirklich gerne an diese Rituale zurück, die ich da wirklich sehr, sehr oft gemacht habe. Wir machen jetzt heute auch ein Ritual, natürlich ganz anders. Und ich möchte euch einfach bitten, habt keine Erwartungen. Ja, geht jetzt mit mir einfach so in die Meditation hinein und lasst geschehen, was geschieht, einfach um zu sehen, was es mit euch macht. Und ja, da bin ich gespannt, was jetzt gleich passieren wird. Ich möchte jetzt gerade nochmal den Übergang noch für euch vorbereiten. Und ihr dürft mir natürlich auch unten in den Text reinschreiben, ob ihr was gefühlt habt. Das ist nicht sicher, dass jetzt jeder was fühlt. Denn mit dem Fühlen ist ja auch so eine Sache, manche Menschen, die zu sehr im Verstand sind, die blockieren dadurch die Gefühle und können nichts fühlen. Also, aber dennoch ist die Energie da. Also nur, damit ihr es wisst, die Energie wird da sein, die wird durch mich übertragen. Und je nachdem, wie du es jetzt dann gleich fertig bringst, dich fallen zu lassen, wirst du einfach die Energien erhalten. So, und jetzt fangen wir gleich an, wenn ich mich eingesprüht habe. Ich mache jetzt mal hier, das war die 909. Und dann
Genau, vom dritten Auge. Wundervoll. So, dann macht euch bereit. Ich hülle mich ein mit der Portaltagsenergie und ich begebe mich in meinen persönlichen Schutzraum. Und ich bitte um Schutz für alle hier anwesenden Menschen, die jetzt hier sein werden und die auch in Zukunft hier sein werden. So dehnt sich nun dieser Schutz aus. Und legt sich wie ein weicher Mantel um deine Schultern. Schließe deine Augen und konzentriere dich ganz auf dich selbst. Spüre, wie du mit jedem Atemzug immer ruhiger wirst. Und beginne, das Licht der Liebe einzuatmen. Beginne dich mit diesem Licht der Liebe auszudehnen und spüre, wie deine Aura immer größer wird. Lass es zu, dass sich deine Aura so weit ausdehnt, wie es dir möglich ist und vielleicht kannst du sie so weit ausdehnen, dass sie so groß ist wie dein Raum, in welchem du dich jetzt befindest. Lasse dich dabei so tief fallen, wie es dir möglich ist, und entspanne deinen ganzen Körper. Und nun lege deine Aufmerksamkeit auf dein Wurzelchakra und werde dir einer schlafenden Schlange bewusst. Werde dir der schlafenden Kundalini-Energie bewusst. Stelle dir dies wie eine Spirale vor, welche in deinem Wurzelchakra liegt. Und nun beginne zu atmen. Atme langsam ein, von oben der Lunge beginnend bis hinunter in den Bauchraum. Halte dann im Bauchraum inne. Und atme aus, indem du langsam vom Bauch in die Brust hinaufatmest, ausatmest und innehältst. Wiederhole diese Atemtechnik jetzt ständig, währenddessen ich weiterspreche. Versuche nach jedem Atemzug innezuhalten, einatmen, innehalten, ausatmen, innehalten. Nun gehe mit deiner Aufmerksamkeit in dein Wurzelchakra. Und beobachte, wie sich die Kundalini-Energie
mit jedem Atemzug von unten nach oben durch jedes Chakra hindurch schlängelt, wie sie nun in dein zweites Chakra hineinfließt. Spüre diese Energie und atme immer weiter in diesem Rhythmus. Lasse die Energie weiter hochfließen und atme hier viermal ein und aus. Nun gehe vom zweiten Chakra hinauf in dein drittes Chakra und atme auch hier viermal ein und aus. Dann gehe hinauf in dein Herzchakra und atme auch hier viermal ein und aus. Nun gehe in dein Halschakra hinein und atme auch hier viermal ein und aus. Gehe nun in dein drittes Auge. Und atme auch hier viermal ein und aus. Nun gehe in dein Kronenchakra. Und atme auch hier viermal ein und aus. Und nun symbolisiere, wie von deinem Wurzelchakra ausgehend von unten nach oben ein goldener Strahl der Energie durch dich hindurchfließt und aus deinem Kronenchakra wieder hinausfließt. Spüre die vollkommene Fülle der Lebenskraft, der Feuerkraft, welche nun in dir fließt. Spüre diese Kraft, wie sie dich erfüllt und stark macht. Spüre, wie diese Kraft jedes Chakra reinigt, wie diese Kraft jedes Chakra ausdehnt und genieße diese Energie, genieße alles, was geschieht. Es dient zu deiner Bewusstwerdung. Es dient dir dazu, dich zu erkennen
und verbinde dich mit deiner eigenen persönlichen Kraft. Verbinde dich auch mit der Portaltagsenergie, denn diese Energie unterstützt dich jetzt in diesem Moment. Ich gebe dir noch ein wenig Zeit. Großes durfte geschehen. Sehr viele Energien wurden erweckt und Kundalini-Energie wurde übertragen. Ich danke der geistigen Welt für die großartige Unterstützung und ich danke dir, dass du heute dabei warst. So komme nun in deinem eigenen Tempo wieder in das Hier und Jetzt zurück. Betrachte deinen Raum, dehne dich und strecke dich und schau mich wieder an. Ja, also ich bin so gespannt, wie es für euch war. Und es wird in Zukunft auch ein Kundalini-Aura-Spray von mir geben. Es wurde mir die Durchsage gemacht, ich soll doch bitte dieses Aura-Spray noch machen. Ich werde es auch gleich in den Shop einstellen. Du kannst es schon erwerben. Das dient zur Unterstützung der ganzen Kräfte, die jetzt heute geflossen sind. Und ja, bringt Lebenskraft, bringt Schöpferkraft, die Kundalini ist eine riesengroße Schöpferkraft und all das. Ja, das sollst du doch haben, das soll doch dir gut gehen damit. Das ist mein Wunsch. Und ich habe euch alle sehr lieb und freue mich, dass dies heute geschehen durfte. Ja, dann sehen wir uns zum nächsten Video. Alles Liebe, bis bald.